Die französische Rennjacht Banque Populaire ist in neuer Rekordzeit um die Welt gesegelt und hat damit die Jules Verne-Trophäe gewonnen. Wie der Sponsor der Yacht mitteilte, überquerte der Trimaran nach 45 Tagen, 13 Stunden, 42 Minuten und 53 Sekunden die Ziellinie zwischen dem britischen Lizard Point und dem französischen Brest. Damit verbesserten Skipper Loïc Perron und seine 13-köpfige Crew die alte Bestmarke des Franzosen Franck Camas von 2010 um knappe 3 Tage. Der Kurs führte seit dem Start am 22. November über 44.000 Kilometer von Europa aus entlang der afrikanischen Westküste, ums Kap der Guten Hoffnung herum, südlich an Australien und Neuseeland vorbei, um Kap Horn und schließlich wieder Richtung Norden durch den Atlantik bis zum Ärmelkanal.